Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video zeige ich euch mal, wie man einen CAN-Drucker zurücksetzt, also einen Reset durchführt. Wenn ihr bei eurem CAN-Tintenstrahldrucker hier im Display diverse Fehlermeldungen angezeigt bekommt und ihr habt schon einiges probiert, die wegzubekommen, das hat nicht geklappt, dann hilft das Zurücksetzen meistens. Hier oben blende ich mal eine Infokarte ein mit dutzenden anderen Canon-Tintenstrahldrucker-Videos, wie man da Fehler wegbekommt. Und wenn ihr das alles probiert habt und nichts hat geholfen oder es kommt hier zum Beispiel Meldungen mit dem Seitenzähler oder mit Reinigen oder ähnlichem, so ganz obskure Sachen, dann könnt ihr das Gerät zurücksetzen und da zeige ich jetzt, wie das geht. Der Drucker hier ist jetzt eingeschaltet, steckt also in der Steckdose drin, ist aber nicht mit dem PC hier drüben verbunden per USB-Kabel und ich schalte ihn als erstes aus. Zum Zurücksetzen braucht man nur zwei Tasten. Das ist einmal die Stopptaste, das ist meist hier diese rote Taste mit dem roten Kreis und dem roten Dreieck drin, auch Abbruchtaste manchmal genannt. Und die Einschalttaste, also die Taste mit dem Kreis und dem Strich, die On-Taste. Und als erstes drücke ich hier die Stopptaste und halte die gedrückt. Und dann drücke ich die On-Taste und halte die auch gedrückt. Und das Gerät schaltet sich jetzt ein. Da kann es natürlich sein, dass hier einige Lichter blinken. Da muss man einfach ein bisschen warten und beide Tasten gedrückt halten. Dann lasse ich die Stopptaste los und drücke sie jetzt 5 Mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und lass auch die On-Taste dann los. Jetzt muss man mal eine Zeit lang warten, so 1-2 Minuten, bis die Geräusche hier aus dem Drucker aufgehört haben und der sozusagen zur Ruhe gekommen ist. Und dann schaltet man den Drucker hier mit der On- oder in dem Fall der Off-Taste dann wieder aus. Und jetzt kann man den Drucker wieder ganz normal einschalten. Das Einschalten nach dem Reset dauert ein bisschen länger. Normalerweise hat der Drucker hier so 1 Minute höchstens gebraucht und das macht er jetzt aber schon 2-3 Minuten. Jetzt könnt ihr den Drucker wieder ganz normal benutzen und hier im Display wird auch wieder was angezeigt. Während dem Zurücksetzen ist das Display ja schwarz geblieben. Wenn euer Drucker ein Hardware-Problem hat mit dem Druckkopf oder mit der Mechanik, dann kriegt ihr das natürlich durch ein Reset auch nicht weg. Aber bevor man so ein Gerät entsorgt, ist es immer mal ganz gut. Man macht das nochmal. Viele Geräte funktionieren danach wieder ganz einwandfrei. Wenn ihr noch weitere Probleme habt mit eurem CAN-Drucker, dann schaut mal hier drüben auf der Seite tooltime.de. Da könnt ihr oben im Menü aufrufen, Drucker, und dann gibt es hier den Punkt CAN-Tintenstrahldrucker. Da klickt ihr drauf und kriegt dann hier dutzende Artikel zum Thema CAN-Tintenstrahldrucker angezeigt, wie man den repariert, wie man Druckköpfe wieder an Stand kriegt, wie man Fehler wegbekommt, B200 oder 5B00 und so weiter. Schaut euch mal um, da ist bestimmt auch eine Lösung für euer Druckerproblem dabei. Wenn euch das Video gefallen hat und es hat euch ein bisschen geholfen, dann gebt dem doch einfach einen Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Habt ihr noch Fragen, schreibt die unten in die YouTube-Kommentare rein, da antworte ich gerne drauf. Und schaut mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr noch Links zu Ersatzteilen zu den CAN-Druckern. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut und repariert, SSDs einbaut, wie man andere Tintenstrahldrucker auseinanderbaut, repariert, Druckköpfe reinigt, wie man Windows 10 installiert und Windows 10 Probleme löst. Schaut euch einfach auf dem YouTube-Kanal auch mal um, da gibt es auch jede Menge Sachen für euch.